Mann, Alter, Spanplatz ist noch. Wie so blöde Kuh ist das hier? Hi Leute, heute ist ein etwas spezielleres Video, denn in einem von den letzten Videos haben wir einen Test gemacht, ob die Spanplattenverarbeitung hier in meiner Werkstatt gut funktioniert. Ich werde heute einen großen Verkaufsstand bauen, was es damit auf sich hat und was es mit den Kisten hier auf sich hat, werdet ihr im Laufe des Videos sehen. Heute werden wir einige coole Maschinen benutzen, darunter auch eine Systembohrmaschine, deswegen bleibt unbedingt dran, wenn ihr das nicht verpassen wollt. Jetzt geht's mit dem Zuschnitt los. Drei Stapel sind es geworden, aber das hier sind noch nicht die fertigen Maße, denn wir haben jetzt alles mit ungefähr 2 cm Übermaß zugeschnitten. Jetzt können wir alles auf die finalen Maße zuschneiden, damit auch alles wirklich perfekt rechtwinklig ist und auch alle Teile direkt gleich groß sind, denn alle Baugruppen werden wir an einem Rutsch schneiden. Das bedeutet, die werden auch alle gleich groß dann werden, weil wir nichts mehr am Anschlag umstellen. Ab zur Formatkreissäge. Viele, viele Teile. Hinten sehen wir eine Multiplexplatte, das soll später die Rückwand werden. Also werden wir jetzt alle Teile hinten einmal nuten. Da müssen wir schauen, dass wir nicht durcheinander geraten, damit wir alles in einem Schwung jetzt hintereinander an der Tischkreissäge nuten können. Let's go! Das hier, liebe Leute, ist eine Systembohrmaschine, habe ich auf dem Kanal hier auch schon vorgestellt. Das ist heute so die eigentliche Arbeit für so ein Teil. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal benutzt, aber so bei Spanplattenmöbeln würde ich sagen, ist dieses Teil hier prädestiniert, weil es halt eben in den meisten Fällen genau für sowas eingesetzt wird. Was machen wir hier? Wir bohren jetzt 4 Löcher auf einmal, damit wir die Zwischenböden so ein bisschen distanzieren können und die einfach mit diesen Pins einlegen können. Ich stelle alles fix einmal ein und danach ist es nur noch eine Sache von dem Hebel runterdrücken und den richtigen Stecker einstecken, damit wir auch Strom auf dem Motor oben haben. Was habe ich denn da gemacht? Der Anleimer ist schon mal an, jetzt können wir auf die ganzen Spanplatten die Kanten draufknallen. So, knall mal die Däle jetzt fix zusammen, dann machen wir gleich Feierabend. Wupp, wupp, schnicki, schnacki. Mann, Alter, Spanplatte ist noch. Wie so blöde Kuh ist das hier? Boom, chakalaka! I'm done for today. Chakalaka. Leute, ich merke bei diesem Projekt, dass meine Werkstatt ein bisschen zu klein dafür ist. Also, so wie sie ausgelegt ist, ist sie eigentlich eher für Massivholz ausgelegt. Deswegen ist es mit so großen Plattenmaterialien hier drin etwas unhandlich und gerade die Korpusse, wenn man die auf den Boden dreht, ist alles nicht so optimal. Aber ich werde jetzt noch ein bisschen Plattenmaterial zuschneiden. Dann werde ich gleich erstmal die Werkstatt aufräumen, damit wir dann wirklich ordentlich weitermachen können. Genau. Let's go.
Endlich sind wir mit den Spanplatten fertig. Jetzt kommen wir zu ein bisschen Massivholz, denn wir werden jetzt hier für diese Verbindungsplatten, das wird ja dann sowas wie eine Arbeitsfläche auf den Märkten sein, eine Aufnahme herstellen, damit wir das Ganze später dann auf dem Markt einfach nur noch reinhängen können. Da werden wir jetzt ein bisschen Massivholz herstellen. Das, was ich gerade gesagt habe, muss ich leider nochmal revidieren. Also sorry Leute, jetzt kommt doch erstmal kein Massivholz. Denn es ist so mit diesen Märkten, werde ich gerade 2, 3 Worte zu verlieren. Immer zu sagen, dass man hier diese Teile nehmen kann und kann die auf einer ebenen Fläche zusammenstecken, ist nicht ganz richtig. Wir waren jetzt schon auf einem Markt speziell, da sind mal sehr, sehr viele Leute, das ist echt cool. Und da stehen wir immer an einer ziemlich brutalen Schräge. Das bedeutet, das System hätte ich sowieso so bauen müssen, dass alles relativ lose zusammenhängt, damit so ein paar Bodenunebenheiten ausgemerzt werden. Wir reden da nicht von 2, 3 Zentimeter, sondern teilweise von 20 Zentimetern, was halt eben daran geschuldet ist, dass man so ein bisschen im Hang steht. Der nächste Punkt ist, dass ich hier in dieser Konsole, da habe ich es mir gerade aufgefallen, das wird irgendwie gehen, dass man da hinten so eine Einhängeleiste montiert, aber halt eben nicht so richtig gut. Und tatsächlich finde ich die Variante, wie sie jetzt so hier ist, mehr als ausreichend. Also man hat Arbeitsfläche und kann es verschieben. Ich zeige es euch mal. So ein Stand hat ja immer 3 auf 3 Meter und je nachdem, wie gesagt, es kommt immer drauf an. Es ist immer ein bisschen unterschiedlich, was man dann anbietet, wie die Gegebenheiten sind und so weiter und so fort. Wenn man dann sagt, okay, es reicht bei dem Event dann halt eben so aus, dass man hier die Konsolen komplett auseinanderzieht, dann kann man das Ganze hier ein bisschen weiter auseinanderziehen, hat ein bisschen mehr Fläche hier oben. Das kann man natürlich noch ein bisschen weitermachen und macht vielleicht eine Zwinge dran. Die habe ich sowieso dann immer dabei und so haben wir jetzt hier ein bisschen mehr Platz. Genauso ist es auch dort hinten. Ich kann jetzt hier zum Beispiel die Platte hier oben bündig legen, damit man keinen Augenkrebs bekommt. So zum Beispiel. Dann haben wir hier eine schöne Arbeitsfläche und wenn ich jetzt sage, okay, weil für euch als Info, dort steht die Schärfstation, dort steht meine Drechselbank und hier diese Kante stört, dann kann ich mich vielleicht dazu entscheiden, einfach diese Konsole so zu drehen, um das Ganze halt eben so zu nutzen. Und dann hat man vielleicht hier die Kante nämlich so arg im Weg stehen und dass man es so halt eben für sich nutzen kann. Als nächstes eine Sache, und zwar die Drechselbank. Die hole ich ja immer mit auf die Märkte und deswegen habe ich mir jetzt hier mal ein Stück Flachstahl zugeschnitten. Da werde ich mal schauen, wie ich das unten irgendwie befestigen kann, dass ich damit das Ganze mit der Sackkarre dann fahren kann, weil die ist ziemlich schwer und das will ich nicht immer auseinanderbauen und von Hand tragen. So, da muss noch ein neuer Reifen in den Sackkarren, deswegen zischt der jetzt so ein bisschen. Aber in der Theorie kann ich das Teil jetzt so auf jeden Fall mal ein gutes Stück besser rumfahren. Es ist immer noch sauschwer, das darf man hier nicht unterschätzen. Das Ding ist echt, ich schätze, dass das so 70 Kilo wiegt, das komplette Gestell hier. Also mit Sackkarren und Gestell und Maschine. Das ist schon ganz schön schwer. Neuer Tag, neues Glück. Die Korpusse werden wir auch später mal alle so zusammenstellen. Dann werde ich euch mal zeigen, wie dieser Verkaufsstand quasi aussehen wird. Es gibt noch ein bisschen Arbeit, die wir jetzt tun müssen. Und zwar möchte ich einen Schutz bauen, damit falls mal was aus der Maschine rausfliegt, dass das halt eben vorne gebremst wird. Und deswegen habe ich auf der Pendelsäge schon ein bisschen Eichenholz liegen. Nächster Punkt in der Tagesordnung. Hier das Gehäuse kann jetzt erstmal trocknen. Ich habe hier vorne noch einen Deckelfix gebaut. Da habe ich auch hier einmal einen Sichtschutz. Genau. Ich will so ein bisschen die Drechselkurse natürlich auch bewerben, weil ich vor Ort drechsel. Und da bietet es sich natürlich an, wenn ich einfach mein iPad nehme und zeige den Leuten dann vor Ort, wie so ein Drechselkurs aussieht. Ich filme mir immer fleißig mit. Und deswegen werden wir auch hier für dieses iPad einen schönen Rahmen bauen. Also ich werde mir nochmal fix einen Plan erstellen, damit das Ding dann irgendwie da rein kann.
So Leute, ich habe mal alles aufgebaut, da könnt ihr euch besser vorstellen, wie das Ganze fertig aussieht. Und so ist es geworden. So sieht's aus. Das ist unser Verkaufsstand für die Märkte, die in diesem Jahr relativ oft stattfinden werden. Wir haben hier einmal jetzt die Drechselbank, wir haben den Sichtschutz. Ich habe hier ein iPad, da habe ich ein Werbevideo fertig gemacht. Also es sind einfach Zusammenschnipsel von den ganzen Drechselkursen, die bis dato stattgefunden haben. Wir haben hier noch eine Empore. Ihr müsst euch jetzt auf jeden Fall so vorstellen, da wird noch was übergelegt, dass man nicht diese unschöne Oberfläche von diesem Tapeziertisch hat. Wir haben jetzt hier dieses große L, was wir am Anfang vom Video gebaut haben. Da haben wir jetzt Stauraum für die ganzen Teile, damit wir alles mit dem Sackkarren einfach in meinen Karren reinfahren können. Wir haben hier die Drechselbank, hatte ich schon angesprochen. Wir haben hier die Schärfstation, wir haben hier die Laserstation, wo wir dann halt eben die Flaschenöffner vor Ort gravieren können. Und ganz genau, ich bin eigentlich ziemlich happy, wie das Ganze geworden ist, denn morgen findet auch ein Markt statt und ich habe eigentlich schon alles verräumt. Aber ich muss jetzt die Kamera in die Hände nehmen, damit ich es euch näher zeigen kann. Also, das hier ist die Werbung für die Drechselkurse, damit die Leute, die sich anschauen, wie ich die Flaschenöffner vor Ort drechsel, damit sie sich vorstellen können, wie so ein Drechselkurs halt eben aussieht. Das ist ein 2-Stunden-Video, das muss man dann einfach nochmal neu starten. Hier drechsel ich dann. Hier haben wir meine Schärfstation. Hier haben wir den Laser. Wie gesagt, da können wir dann die Teile reinpacken. Das hier ist übrigens der Halter für die Flaschenöffner. Mein Laptop, das sind die 3 Korpusse. 1, 2, 3. Und das Ganze wird jetzt einfach ganz simpel von Schraubzwingen gehalten. Das ist mehr als ausreichend, damit man das Ganze auch gut nutzen kann. Hier haben wir noch die Empore. Da werden wir dann einfach die Kisten nehmen, die wir dann leergeräumt haben, dort drunter stellen. Da ist jetzt noch mein Behälter, wo ich immer das Wasser drin habe für den Doppelschleifer. Wir haben hier einmal eine Kiste mit Stirnholzschneidebrettern. Einmal eine Kiste mit Zubehör. Hier sind die ganzen fertig gebohrten Teile für die Flaschenöffner drin. Hier unten sind noch weitere Teile drin, damit wir das auch ausstellen können. Denn das habt ihr jetzt noch nicht gesehen. Eine klitzekleine Sicherheitsinformation zu dem Plexiglas bei dem Laser. Macht euch da bitte nochmal schlau, da gibt es gute Videos auf YouTube, die das ein bisschen genauer erklären, was für Gläser man dort benutzen kann. Denn ihr müsst natürlich auf eure Augen aufpassen, weil das Video jetzt wahrscheinlich eh schon viel zu lang ist. Werde ich das nicht ansprechen. Ich sage es euch aber an der Stelle, ihr dürft da nicht irgendwas nehmen. Will ich hier nur kurz anreißen. Und das soll es für heute gewesen sein. Tschüss!